Ich wollte diesen Beitrag eigentlich am Samstag vorlesen. Du warst gar nicht da am Samstag. Nein, mein Sohn hat mir gesagt, also der Felix, nein, Papa, du hast keine Chance. Überhaupt. Wir waren knapp mit der Zeit. Alles jetzt, richtig. Ne? Na gut, aber jetzt, heute darf ich. Ich habe das sogar einmal geschrieben. Sowas ist selten. Gut, also, ich werde euch entführen in die Welt der ganz hohen Politik. Also da geistern Leute wie Obama und Merkel, Putin und so weiter. Also, Obama trifft Merkel. Angela, die Geschichte, die du gestern vor dem Einschlafen deinem Mann erzählt hast, war echt rührend. Angela schluckt. Doch nach reichlicher Überlegung gibt sie dem Amerikaner recht. Ja, die Geschichte war eigentlich gut. Sie spielte noch in der DDR-Zeit. Ja, die Merkel selbst lebt eigentlich immer noch in der DDR-Zeit und mit ihr die gesamte deutsche Außenpolitik. Hallo. Wann wird die deutsche Außenpolitik aus diesem Trauma erreichen, aus dem DDR-Trauma? Der Schröder versuchte es, machte bei der amerikanischen Eroberung Iraks nicht mit. Doch unter Merkel wieder ein Rückfall in die Zeit des Kalten Kriegs. An der Berliner Mauer erinnerte Gorbatschow damals, also bei diesen Feiern, 25 Jahre Mauerfall, an die Tatsache, dass es die damalige Sowjetunion war, die eigentlich großzügig die Wiedervereinigung aller Deutschen in einem Staat ermöglicht hat. Großbritannien und Frankreich waren bekanntlich damals streng dagegen, besonders Großbritannien. Wollte nicht, dass die Deutschen einig und noch stärker werden. Also die Sowjetunion, konkret Gorbatschow, war dafür, also dass sich die Deutschen vereinigen. Naja, und wenn sich aber jetzt Russen in der Ostukraine mit Russland vereinigen wollen, spricht Merkel auf einmal von Völkerrechtsbruch. Dabei wurden ihre Siedlungsgebiete der Russen genauso willkürlich zerschnitten wie das Deutschland nach 1945. Also man hat die Grenze zwischen der heutigen Ukraine und der Rest der Sowjetunion gezogen, ganz willkürlich, so wie sie heute ist. Das ist das sogenannte Völkerrecht. Also die Ostgrenze der heutigen Ostukraine, welche der NATO so heilig ist, wurde bekanntlich von Stalin und später von Chruschtschow gezeichnet. Also der Stalin hat überhaupt die Ukraine so groß gemacht und der Chruschtschow hat dann später auch Krim der Ukraine zugeschlagen. Das ist alles absolut bekannt. Ja, warum ist die, was ist eigentlich so heilig an dieser Grenze? Warum sollte ein dritter Weltkrieg ausbrechen, wenn man diese Grenze nicht mehr hat? Tja. Ohne Völkerrechtsbruch des Jahres 1990 wäre nämlich die Angela Merkel selbst heute bestenfalls die Regierungschefin der DDR, weil die DDR müsste bleiben. Die DDR war von allen Staaten anerkanntes Subjekt des Völkerrechts und war natürlich UNO-Mitglied, genauso wie die Bundesrepublik. Also wenn die Angela Merkel heute spricht vom Völkerrecht, dann, ja, dann gäbe es das Vereinigte Deutschland überhaupt nicht. Ne? Also ich bin wirklich der Meinung, der freie Wille der Völker steht über den schwachsinnigen Plappeln der Politiker. Ja. Wie die Heiden. Bitte? Wie die Heiden. Ja. Etwas anders. Die Ostukraine. Sogar ZDF hat entdeckt in einer Reportage, dass in Donetsk es Schulen gibt, wo kein Unterricht stattfindet, weil jederzeit eine Rakete anschlagen kann oder ein Projektil, natürlich die Artillerie. Und das ist nicht eine Schule, das sind viele. Ja, in Lugansk, der nächsten Stadt, natürlich das Gleiche. Ich meine, muss das wirklich sein in Europa, dass monatelang Schüler nicht in die Klasse lernen dürfen, weil da die Projektile anschlagen? In diesem ZDF-Beitrag war natürlich alles ein bisschen verschwommen. Das war nicht klar, wer diese Raketen abfeuert.
vielleicht die Separatisten. Naja gut, aber warum sollten die Separatisten jetzt eine Schule beschießen, die in ihrem Gebiet liegt? Richtig, ne? Das war irgendwie nicht klar. Gut, ich bin mir sicher, der deutsche Geheimdienst weiß natürlich, wie das wirklich ist in der Ostukraine. Und die Angela Merkel kann natürlich jederzeit fragen, wie es dort ist. Und wenn sie immer noch diesen Standpunkt hat, wie sie heute hat, das heißt, wir reden nicht über Ostukraine, wir pochen auf Völkerrecht und Bombardierung monatelang, kein Problem, dann ist das wirklich keine Scheiße. Sag ich wirklich ganz. Drittes Thema. Die amerikanische Politik in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, wir hier in Europa haben wirklich einen relativ stabilen Frieden. Uns geht es gut, ja. Ja, in Österreich und Deutschland. Österreich, Deutschland, ja. Na gut, in Frankreich ist auch kein Krieg. Ja. Nicht einmal in Griechenland ist Krieg. Aber ja. Es ist nicht so, dass Europa friedlich gewesen wäre seit dem Weltkrieg. Ja. Also man kann sagen, das ist Werk der amerikanischen Außenpolitik, weil die dominiert die Welt, richtig, in den letzten 30 Jahren, 50 Jahren. Naja, aber denken wir an andere Leute, denken wir an Irak, Afghanistan, Libyen, Jugoslawien, Ukraine und so weiter. Syrien. Syrien. Dort sind die Leute nicht so glücklich wie wir. Ja? Ja. Wollen wir nicht an diese Leute auch ein bisschen denken? Ne? Und es ist auffallend, wo überall sich die Amerikaner eingemischt haben. Womöglich gleich erobert. Irak, Afghanistan. Jugoslawien war man natürlich auf gegen die Serben und hat natürlich Kroaten unterstützt. Sowieso, nein, die Ukraine jetzt auch. Libyen. Egal, wo sie sich angemischt haben in den letzten 20 Jahren. Das, was blieb, ist verbrannte Erde. Irak. Das ist zum Weinen. Mein Gott, das ist ja... Zum Weinen. Zum Weinen. Ich meine... Wenn das erfolgreiche Außenpolitik ist, ja, die sollten eigentlich die Amerikaner einmal aufstehen und sich entschuldigen vor der ganzen Welt und einem anderen Land die Friedensrolle überlassen. Den Chinesen zum Beispiel. Wahrscheinlich sind die Chinesen etwas friedfertiger und etwas ausgeglichener als die Amerikaner, ich weiß es nicht. Oder den Russen oder ich weiß nicht wen. Oder den Österreichern, genau. Ich weiß nicht, ob wir so friedlich sind. Wir sind nur klein. Leute, also uns geht es gut. Ja. Warum haben wir noch keinen Deal?